die Bedingungen waren sensationell für uns, für mich und für uns alle einfach. Und das Turnier auch so besonders gemacht, in Brasilien zu spielen. Das Stadion war speziell, der Moment war speziell. Ich glaube, jeder, auch von uns, wusste, vom Trainerteam, wusste, dieses Finale ist was Besonderes. Das hat man definitiv gemerkt, das hat man in der Kabine gemerkt. Also es war eine außergewöhnliche Stimmung, eine außergewöhnliche Spannung in der Luft. Und das war eigentlich, das habe ich so noch nie erlebt. Ja. Das Gute für mich war, ich habe zu dem Zeitpunkt eben nicht von Anfang an gespielt, deswegen betrachtet man das Ganze so ein bisschen aus der Ferne. Da ist man ein bisschen entspannter als die spielen. Auf geht's, Jungs! Also ich wusste, oder in dem Moment war es sehr, sehr eng, und ich wusste dann, ja, jetzt kommt der Moment, dass ich eingewechselt werde. Man kann sich auf den Moment nicht vorbereiten, man weiß auch nicht, was passiert. Bin dann zum Trainer vorgegangen, zum Bundestrainer. Er hat mich nochmal in den Arm genommen, hat mich nochmal motiviert, hat gesagt, es ist wichtig, sei bereit, und hat dann auch mich motiviert eben zeig einfach, sei besser jetzt als Messi, gib Gas, einfach als Motivation. Es war unglaublich, also die Situation, und dann man realisiert ja eigentlich nur, der Ball ist drin, und dann dreht man sich schon um. Also man schaut gar nicht, was passiert mit dem Ball und so weiter, sondern man merkt einfach nur, der Ball ist im Tor, und dann war es einfach eine Erleichterung generell für alle, Vorfreude, es war sehr, sehr emotional. Pokal hat man ja sonst immer noch aus dem Fernsehen gesehen, oder man wusste nicht genau, wie er aussieht, wie groß ist er denn wirklich und. Also man hat wirklich auch alles aufgesogen, was dort zu sehen war. Das Stadion, die Fans, die Atmosphäre, die Zeremonie vorher, den Pokal natürlich auch, und dieses Gefühl, was passiert jetzt, gewinnen wir, verlieren wir, das war schon einmalig. Ja.